Rüdger, für den Adventsengel-Podcast haben wir in der letzten Woche Uwe Borgern, ehemaligen Wohnungslosen, kennengelernt. In dieser Woche warst du in Bersenbrück und hast dort Elisabeth Mittelschulte getroffen. Die Frau ist pensionierte Lehrerin und engagiert sich schon lange ehrenamtlich in der Wohnungslosenhilfe. Was erzählt sie? Ja, Mutti, ich habe Frau Mittelschulte getroffen und zwar an der Übernachtungsstelle der Caritas. Das ist ein bisschen außerhalb von Bersenbrück und man hört es auch, wenn sie gleich spricht, weil da ist natürlich ein bisschen Verkehr gewesen. Also nicht wundern, wenn sie was erzählt, aber liegt einfach daran, dass wir sie persönlich vor Ort getroffen haben. Ja, mein Name ist Elisabeth Mittelschulte. Ich wohne in Bersenbrück. Während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit habe ich in Bersenbrück gewohnt und habe deshalb einen ganz guten Blick auf die Region. Und habe schon sehr früh mich mit einigen Frauen zusammengetan, als wir damals festgestellt haben, dass es Wohnungslose gibt, die immer damals auf dem Marktplatz saßen. Und da haben wir drei Frauen uns bemüht und haben versucht, für die eine Unterkunft zu finden. Frau Mittelschulte engagiert sich schon sehr, sehr lange für Wohnungslose oder im allgemeinen Sprachgebrauch auch Obdachlose. Seit 1999 ist das Ganze unter dem Dach der Caritas. Die Caritas-Übernachtungsstelle in Bersenbrück ist eine Anlaufstation für Menschen, die unterwegs sind, die aber auch nachts eine Möglichkeit brauchen, eben nicht unterm freien Himmel zu schlafen oder Waschgelegenheit zu haben, eine Toilette zu haben, wo sie sich, sage ich mal, ein Obdach finden, wo sie sich sicher fühlen, weil man weiß, dass viele Obdachlose in Teilen auch angegriffen werden. Also das ist auch ein gewisser Angstzustand, in dem sie dann sind, wenn sie abends irgendwo sind. Und dass sie deshalb dann eben gerade die Caritas-Übernachtungsstelle ansteuern. Und in Corona-Zeiten ist es alles ein bisschen schwieriger geworden. Und das erzählt sie dann auch. Denn sie sagt, für uns ist es wichtig als Ehrenamtliche, dass wir die Zeit, die wir erübrigen können, dass wir die für die Wohnungslosen haben und ihnen eben abends unsere Übernachtungsstelle aufschließen. Es ist gar nicht schlimm, es ist nicht gefährlich, es tut nicht weh, sondern es ist eigentlich wunderbar. Man bekommt ganz viel zurück, wenn man hierher kommt. Man hat jemanden reingelassen, hat man ein richtiges Glücksgefühl, man fühlt sich sehr, sehr gut. Wie sind denn die Erfahrungen von Frau Mittelschulte mit den Wohnungslosen? Also sie sagt, persönlich ist das für sie immer eine Bereicherung gewesen. Menschen, die zu ihr kommen, die brauchen auch ein offenes Ohr. Und dafür sind die Ehrenamtlichen auch da. Also es ist nicht nur so, dass sie abends dort zur Übernachtungsstelle der Caritas kommen, die Tür aufschließen und dann wieder gehen, sondern für Menschen, die dort ankommen, die sich an Frau Mittelschulte und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wenden, dass sie sich auch die Zeit nehmen, einfach mit ihnen mal zu sprechen. Denn es ist ja auch klar, dass zu einer Wohnungslosigkeit oder zu Menschen, die kein Obdach finden, es gehört immer eine Geschichte dazu. Und das hat sie auch in ihrer langen Zeit, in der sie das macht, festgestellt. Es sind alle möglichen gesellschaftlichen Schichten, die durch Umstände in eine solche Situation geraten können. Und davor ist niemand gefeit. Und manche möchten und müssen auch eben darüber reden. Und sie hört sich das dann auch an. Sie wollen uns erzählen von ihrem Weg. Und diese Wege sind ganz, ganz unterschiedlich, die zu dieser Situation führen. Wir haben sehr eloquente Menschen dabei, wir haben Menschen, die aus anderen Bereichen stammen. Aber fast alle haben früher ein geregeltes Leben gehabt. Und was für mich erschreckend ist, ist, dass die Menschen auch teilweise immer jünger werden. Und teilweise so alt wie meine Kinder, was mich dann besonders schmerzt. Und einfach den Boden verloren haben unter den Füßen. Wenn man jetzt Zeit und Lust hat, dort mitzuhelfen oder vielleicht keine Zeit hat, aber Geld hat, was kann man denn konkret tun, um Menschen wie Frau Mittelschulte zu unterstützen? Ja, also Frau Mittelschulte sagt, es gab immer wieder Schwankungen. Das heißt, es gab mal, als sie angefangen haben, drei Frauen, da haben sie losgelegt 1995. Und das sind dann mal mehr geworden, es sind aber auch immer wieder mal weniger geworden, weil, na klar, über einen bestimmten Zeitraum, das sind ja schon jetzt mehr als 20 Jahre, gibt es ein bestimmtes Engagement. Und sie sagt, viele haben sich in der Vergangenheit überzeugen lassen, dass diese Arbeit eine wichtige Arbeit ist und dass sie auch bereichert. Das heißt also, dass menschliche Kontakte zu Menschen, mit denen man vielleicht sonst überhaupt nicht in Berührung kommt, dass die einen auch persönlich weiterbringen. Also auch eine gewisse Offenheit, eine Empathie ihnen gegenüberbringen, hilft einem auch in seiner Persönlichkeit weiter. Und sie wünscht sich im Prinzip auf der einen Seite natürlich finanzielle Mittel, damit sie zum Beispiel diese Übernachtungsstelle weiter ausstatten können, sodass sie wohnlicher
wird, dass sie für die Menschen, die dort unterkommen, auch zu einem Hort der Sicherheit und auch der Heimeligkeit in Anführungsstrichen wird, zumindest für die Zeit, in der sie da sind. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch ganz klar, dass sie sich freuen würde, wenn weiter Menschen sich ehrenamtlich für diese Sache engagieren, und die dürfen natürlich gerne auf sie zukommen. Auch mal gucken, wie läuft das überhaupt, denn das ist nicht so, dass sie das jeden Abend machen. Es ist auch nicht jeden Abend jemand da, aber sie sind im Prinzip in Abrufbereitschaft, und wenn es dann so ist, dann findet sich auch immer jemand, der dann eben aufschließt, sich die Zeit nimmt für die Obdachlosen, die Wohnungslosen, sich um sie zu kümmern und vor allen Dingen auch sie am nächsten Tag wieder auf einen guten Weg zu begleiten. Die Menschen sind freundlich zugewandt, sie sind dankbar, und deshalb, also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, mindestens. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir noch mehr finden würden, die uns hier helfen, und sodass wir das weiterleisten können. Beeindruckende Frau, tolles Engagement. Vielen Dank, Ludger, für deine Eindrücke. Sehr, sehr gerne.